Mein Homeoffice, das ich seit fast einem Jahr sozusagen zu meinem Werkraum erkoren habe, befindet sich in Hutzfeld. Das sind nur 4 Kilometer vom großen Plöner See, also von Bosau entfernt. Und wenn ich zufällig vor 10 Tagen einmal umgeradelt bin, ich kann die Strecke jedem empfehlen. Es sind 39 Kilometer, wenn man sich immer am Uferstraße hält. Es sind Höhenunterschiede von 220 Metern zu überwinden. Wobei meine App gesagt hat, ich bin 230 hoch und 220 runter. Ich weiß nicht, wieso sie das berechnet hat. Ich kann diese Strecke jedem empfehlen, wenn er ein E-Bike hat oder ein geübter Radler ist. Ansonsten wird es mit diesen Höhenunterschieden wirklich schwierig. Aber es lohnt sich allemal, weil wir zwei wunderschöne Ecken erleben können. Besonders schöne Ecken, nämlich einmal das Wahrzeichen des Plöner Schlosses und auf der Südseite, was fast keinem bewusst ist, der kleinste Bischofsdom der Welt, nämlich die Bosauer Kirche, die von Vizelin, dem Missionar im 12. Jahrhundert, deren Bau angeregt worden ist. Und wenn Sie einmal am Ufer da gestanden haben und haben den Blick über den Plöner See schweifen lassen, wissen Sie, warum der Missionar durchaus einen Blick für eine hübsche Ecke hatte. Da hat der liebe Gott wirklich Verschwenderisch gewirkt, als er die Schönheit der Landschaft verteilte. Genug von mir. Ich begrüße alle, die an einer Veranstaltung teilnehmen, die eigentlich vor einem Jahr stattfinden sollte, nämlich mit richtigen Menschen zusammenkommend, eine Urkundenübergabe, eine Auszeichnung, die Seen der Holsteinischen Schweiz erfahren haben. Das sind immerhin über 200 Stück von den 300 Seen, die wir in Schleswig-Holstein haben. Der große Plöner See gehört ja auch dazu, ist der größte. In den passen die zwei größeren, die danach kommen, nämlich der Kellersee und der Dieksee, gleich dreimal rein zusammen. Oder sogar noch ein bisschen mehr. Also der große Plön ist schon sehr wichtig. Weshalb ich Ihnen das alles so erzähle, ist, in dieser Region, in der wir leben, in der Holsteinischen Schweiz, haben die Seen und die Gewässer eine enorme Bedeutung für uns alle, ob bewusst oder unbewusst. Sie prägen das Leben, sie prägen den Tourismus, es prägen viel Wirtschaft, aber es ist eine vielfältige Natur. Und diese Natur zu bewahren, gelingt in dieser Region viel, viel besser als in vielen anderen Regionen. Wer schon mal in der Welt unterwegs gewesen ist, der muss gar nicht so weit fahren. Und dass dieses jetzt ausgezeichnet worden ist aus dem Clabre Nature Fund, also besser gesagt die Initiative Live in Lakes, eine Organisation, die mit über 120 Ländern auf allen Kontinenten dieser Welt vertreten ist, ist sehr gut und sehr achtsam, empfinde ich auf jeden Fall. Und diese Veranstaltung heute soll das nochmal mit Nachdruck unterzeichnen. Ich muss dazu sagen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird, aus Datenschutzgründen und damit dann auch nachvollziehbar ist, damit also nicht nur die Menschen, die sie jetzt live erleben, sie sehen können, sondern auch andere Menschen noch erleben können. Ich werde Ihnen wahrscheinlich kein Geheimnis verraten, dass ich als Journalist auch durchaus in der Lage bin, einen Artikel dazu zu schreiben. Das will ich dann auch ganz gerne tun. Und ansonsten will ich jetzt mich zurückhalten und durch das Programm führen, weil alle, die jetzt kommen, eigentlich viel mehr zu erzählen haben als ich. Wir haben eine Liste, da gehören dann erstmal dazu Hinrich Esdorf, der schon lange für den Verein Wasser und der Mensch sozusagen ein Urgestein dieses Vereines, ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Seen nachhaltig entwickelt werden. Wir haben Vertreter des Ministeriums, oh Gott, das, jetzt vorsichtig sein, weil diese Landesämter sind nicht so ganz einfach. Wir haben also das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vertreten, gleich zweifach. Wir haben natürlich Thomas Schäfer, das ist der Leiter Naturschutz und Live in Lakes vom Global Nature Fund. Wir haben Frau Dr. Wiegner, das ist jetzt vom Kreis Plön, wenn ich das richtig sehe. Verzeihen Sie mir, dass ich jetzt so ein bisschen durcheinander bin, weil ich schwelge gerade noch in meiner Reise rund um den Bosauer See. Ich werde aber alle einzeln noch mal vorstellen. Ich bin auch ganz sehr glücklich, dass Frau Hoch dabei ist von der Wiedau Foundation, die jetzt hier Live in Lakes unterstützt. Und wir haben einen Hochleistungssportler, nämlich Torben Johannessen, der ist mehrfacher Welt- und Europameister in Deutschland. Achte, auch er wird sich zum Wort melden, worauf ich mich dann auch freue. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt schlicht und einfach mal an und ich übergebe dann Herrn Esdorf das Wort, der was dazu sagen wird zu den Seen der Holsteinischen Schweiz und warum Sie die lebendigen Seen des Jahres 2020, 2021 zurecht geworden sind. Ja, vielen Dank, Herr Krauskopf. Dear Friends, so begrüßt der Deutsche Kanuverband mittlerweile seine Aktiven, um beim Gender nichts falsch zu machen. Bin gespannt, was Herr Johannesen dazu sagen kann, wie der Deutsche Ruderverband es macht. Aber ich darf Sie, glaube ich, alle mit Liebe Wasserbegeisterte begrüßen, denn ein solcher bin ich auch. Seit annähernd 62 Jahren verbringe ich einen großen Teil meiner Freizeit auf den Seen und an den Seen der Holsteinischen Schweiz. Ich habe hier schwimmen gelernt, segeln, rudern, paddeln, fischen und jagen. Dabei habe ich mich hoffnungslos
in diese Seen, in diese Landschaft verliebt. Und wie kann es anders sein? Vor geraumer Zeit habe ich natürlich auch eine Fischerstochter zur Frau genommen. Aber um mich geht es ja heute nicht, wie Herr Krauskopf sagt, sondern um die Seen der holsteinischen Schweiz. Ich müsste vielleicht mal ganz kurz meine Präsentation öffnen. Ja, das klappt jetzt nicht. Warum nicht? Vorhin hat es noch geklappt um zwei. Frau Schmidt, haben Sie irgendwie eine Idee? Ich habe es eigentlich. Ich schalte es nochmal aus und wieder ein. Ja, guck mal. Über Bildschirm freigeben. Ich habe hier nur ein Whiteboard und ein iPad, was ich freischalten könnte. Haben Sie die Präsentation schon geöffnet? Die ist geöffnet. Ja, warte mal, ich gucke mal. Nee, sie ist anscheinend nicht geöffnet gewesen. Sorry. Dann versuchen wir es nochmal. Ah, danke. Habe ich sofort geschlossen. Prima. Jetzt kann es aber losgehen. Es ist das erste Mal, dass ich auch eine Präsentation oder so meinen Bildschirm teile. Man mag mir das verzeihen. Man kann es sehen. Ja. Hier hat man nochmal einen wunderbaren Blick. Der angesprochene Bischofssee, den kann ich gerade nicht sehen, weil da die Kacheln der einzelnen Teilnehmer zu sehen sind. Ja, aber ich wollte etwas sagen zur wissenschaftlichen naturräumlichen Gliederung, weil das ist natürlich auch wichtig. Man muss irgendwo wissen, wie sind die Seen entstanden. Dazu zeige ich mal ein Bild. Das hat der Herr Gripp mal vor, ja, ich glaube schon fast 50 Jahren oder 40 Jahren veröffentlicht. Hier kann man die Eiszungen sehen, die Plöner Eiszunge, die Eutiner Eiszunge, die letztendlich Grundlage unserer heutigen Landschaft sind. Zum Ende der letzten Eiszeit haben vor- und zurückweichende Gletscher letztendlich diese Hügel hier zusammengeschoben, aber auch die sogenannten Zungenbeckenseen ausgeschoben, wie zum Beispiel den großen Eutiner See, den Post- oder Silenter See. Dann gab es natürlich auch Schmelzwasserströme, die entsprechende Rinnen ausgewaschen haben. Typische Seenbeispiele dafür sind der Tresdorfer See, der Stolpersee oder der Schiernsee. Das ist jetzt natürlich für alle, die nicht aus der Region kommen, hätte ich sie einzeln zeigen müssen, aber ich glaube, das wird dann die 15 Minuten sprengen. Man mag es mir verzeihen und kann es in Ruhe nochmal nachschauen. Der große Plöner See wurde angesprochen, ist nicht nur der größte, sondern auch der tiefste See der holsteinischen Schweiz oder der Schleswig-Holsteins. Der Grenzsee, der Schalsee ist zwar etwas tiefer, aber die tiefste Stelle ist auf Mecklenburger Gebiet. Insofern ist der Plöner eben auch der tiefste Schleswig-Holsteiner See. Ist allerdings nicht ausgeschoben worden, sondern man vermutet, dass die mehrere hundert Meter starke Eisschicht während der letzten Eiszeit größere Eisbrocken in die 75 Meter dicke, lockere Gesteinsmasse reingedrückt hat und danach Moränenschutt abgedeckt hat, sodass die relativ lange auch vereist geblieben sind und erst geraumer Zeit, mehrere hundert Jahre wahrscheinlich nach der Eiszeit, sind dann diese Eisblöcke abgetaut und es haben sich diese Löcher gebildet, teilweise auch trocken, wie wir in einigen Wellen sie haben, in den Köhlen oder auch bei Eutin, im Kasseldorfer Wald. Und im Plönersee haben wir eben halt dieses tiefste Loch mit gut 60 Metern. Der Belersee bringt es auf etwas über 40 Meter und der Diegsee, glaube ich, knapp 38, also schon recht beachtlich, wenn man vor allem bedenkt, dass nebenan das Gelände teilweise auf 80 oder auf 65 Meter wieder ansteigt. Entwässert werden unsere Seenplatten einmal über die am Bungsberg entspringende Schwentine und über die alte Schwentine, die sogenannte, die bei Tarbeck entspricht. Das ist weiter im Süden des Kreises Plöns, hier auf dieser Karte nicht ganz zu sehen. Beide Seen treffen sich in Preetz, das Tor zur holsteinischen Schweiz auch genannt, im Westen. Die Schwentine durchfließt dabei 17 Seen direkt und die alte Schwentine 5 Seen. Ja, was haben wir denn für Highlights oder Höhepunkte in unserer Region? Das ist einmal ein sehr arten- und individuenreicher Bestand an Rast- und Mausern, Mauservögeln, insbesondere natürlich über die Winterzeit, beziehungsweise im Herbst und im Frühjahr, kartiert durch den NABU, durch Bernd Koop, seit Jahrzehnten mittlerweile.
Wir haben eine Region mit der größten Seeadlerdichte, auf jeden Fall Schleswig-Holsteins, eventuell sogar Deutschlands. Das können wir uns auf der Karte gleich mal ansehen. Die Punktwolke hier, das ist praktisch die Holsteiner Schweiz, vielleicht etwas zu groß gezeichnet, aber man sieht schon, im Rest des Landes sind die Brutpaare doch erheblich dünner verteilt. Ja, wir haben natürlich neben dem Seeadler auch andere seltene Arten, Eisvogel, Austernfischer, Fischotter oder Seeforelle. Der Eisvogel hat jetzt gerade im Monat Februar doch sehr unter der Eislage gelitten. Die Bestände sind zurückgegangen. Ich habe nicht mehr ganz so viel gesehen, aber der ist auch durchaus in der Lage, sich schnell wieder zu erholen. Ja, ich sprach schon an, wir haben eben nicht nur wasserführende Seen, wir haben auch verlandete oder verlandende Seen. Die sind aber trotz alledem auch sehr wichtig für viele Arten. Hier kommen zum Beispiel noch die Rohrdommel vor, der Wachtelkönig, Grünspecht, Kiebitz, Flussregenpfeifer, Blaukehlchen oder Rohrweihe. An diesen verlandenden oder verlandeten Seen hat man dann jetzt gerade um diese Zeit, etwas kalt ist noch, aber ein unvergleichliches Frosch- und Krötenkonzert. Das Kranichkonzert haben wir schon verpasst. Die brüten mittlerweile. Wir haben auch Kranich, durchaus erfolgreiche Bruten hier in der Region. Ja, und dank des Seenmonitorings, das wurde heute Vormittag schon angesprochen von Frau Dr. Reck-Miet, haben wir eben auch deutliche Verbesserungen bei der Sichttiefe festgestellt. Und pünktlich zum Jubiläumsjahr oder zur Nominierung in 2020 sind dort tatsächlich Rekordwerte festgestellt worden. Ich selbst bin viel auf dem Wasser und teilweise eben auch mit Gästen. Ich habe im September letzten Jahres dann Gäste auf die Säckischeibe runterlassen in den Seegrund. Und dabei haben wir im großen Plöner See über 10 Meter gemessen, im Hürftsee 6 Meter, 7 Meter und im Belersee sogar 8 Meter. Wobei das natürlich im Jahresverlauf schwankt, aber all das kann man dann auf der Seite Seen transparent genauer anschauen. Erstaunlich für mich sind eigentlich diese großen Sichttiefen, wo ich hier seit 60 Jahren lebe. Wir haben bis vor 40 Jahren noch einen sehr intakten Schilfgürtel gehabt, insbesondere auch im großen Plöner See. Davon sind mittlerweile 90% verschwunden. Schilf ist wichtig für die Gewässerreinigung. Auf der anderen Seite hat der unter anderem auch der Bestand der Graugänse extrem zugenommen. Anfang der 90er Jahre hatten wir so gut wie keine mausernde Tiere oder Vögel hier auf den Gewässern. Mittlerweile ist es eine fünfstellige Zahl an Rast- oder an mausernden Graugänsen auf unseren Seen. Und ich habe dazu mal eine Untersuchung oder einen Bericht der Landwirtschaftskammer Salzburg zur Eutrophierung, Ursachen und Maßnahmen in diesem Bericht gesehen, dass die Österreicher fest oder meinen, dass eine Graugans bis zu 80 Gramm Phosphat im Jahr ausscheidet. Wenn man das, kommt zum Ergebnis, dass 10 bis 12 Graugänse letztendlich den gleichen Phosphateintrag haben wie ein Hektar landwirtschaftlich bewirtschaftete Fläche, vernünftig bewirtschaftete Fläche, muss man sagen. Was vielleicht zur Graugans und Schilf noch ganz interessant ist, wir haben ja mal ein Projekt hier gehabt, ein EU-Projekt zur Erforschung der Rückgangsursachen des Schilfes, wobei ein ganz klares Ergebnis ist nicht dabei rausgekommen. Es wurde aber festgestellt, dass die Graugans, ähnlich wie so ein Reh, was bis zu 1500 Knospen pro Tag abfressen kann, eine Graugans bis zu 1000 Schilfhalme esen kann. Und da haben es natürlich gerade wieder, hat das Schilf auf jeden Fall schwer, sich wieder neu zu etablieren. Also ohne Zäunung oder Schutz geht da leider nichts bei uns in der Region. Ja, das Entscheidende und wo wir als Wasser der Mensch auch ein bisschen dran beteiligt waren, war eigentlich die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Schwentine. Das fällt natürlich unter das Programm der Wasserrahmenrichtlinie. Das war auch das Vehikel, worüber letztendlich alles bezahlt wurde, aber irgendwann muss man ja immer anfangen und wir haben es geschafft, dass die Schwentine damals Pilotgebiet wurde für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und haben dann auch in Plön mit der Beseitigung des ehemaligen Aalwehres die erste Maßnahme hier, die erste große Baumaßnahme schaffen können. Man hat praktisch ja im 17. Jahrhundert schon angefangen, hier in der Region die Wasserkraft zu nutzen, hat die Seen aufgestaut, um eben Mühlenwerke zu betreiben oder eben auch um Fischwehre anzulegen. Und beides ließ sich sehr gut verpachten bis ins 20. Jahrhundert hinein, sodass letztendlich durch diese Staubauwerke teilweise mit zwei und in Reisdorf noch höheren Sohlabstürzen
die Schwentine nicht mehr durchwanderbar war. Es sind mittlerweile 7 Querungsbauwerke an der Schwentine und 1 an der alten Schwentine umgebaut worden. Durchgängigkeit ist hergestellt, sodass wir die Schwentine jetzt bis Kasseldorf oder Stemmendorfer See durchwanderbar ist. Jetzt gucken wir uns das mal an. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Bilderchen dazu. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Ganz links sieht man das neu geschaffene Bachbett. Also eine richtig technische Maßnahme. In der Mitte sieht man dann eigentlich fast gar nichts mehr davon. Sieht fast natürlich aus. Und im rechten Bild sieht man, dass das eben nicht nur Fische oder andere aquatische Lebewesen anlockt, sondern die Attraktivität auch durchaus der Mensch der Attraktivität liegt. Ob das nun gerade so im Sinne des Erfinders ist, dass sie dort durchtouren, die Mädels, sei dahingestellt. Aber wenn man so eine Pilotmaßnahme hat, dann war es eben auch nicht schwer, die anderen Bauwerke letztendlich an der Schwentine umzugestalten. Die Sohlseiten sorgen unter anderem auch dafür, dass mehr Sauerstoff ins Wasser kommt. Sauerstoff heißt oder ermöglicht eben auch Biomasseabbau im Gewässer. In den Stein- und rauen Flächen, Oberflächen in diesen Sohlgleiten können sich Mikroorganismen ansiedeln, die auch wiederum das Wasser reinigen. Und die Quaggermuschel wurde heute vorhin schon angesprochen. Auch die Quaggermuschel hat sich in diesen Sohlgleiten angesiedelt. Die an der Ölmühle zum Beispiel ist komplett besiedelt. Und auch die filtert unser Wasser. Insofern hilft uns da die zugewanderte Quaggermuschel auch das Wasser reinzuhalten. Gleichzeitig ist natürlich auch noch eine gute Nahrung für die hier rastenden Wasservögel, insbesondere im Winter. Ja, noch ein Vorteil, im Februar wurde es wieder evident, die an den Sohlgleiten, die frieren kaum zu, also habe ich bisher noch nicht erlebt, sodass eben fischfressende Arten durchaus noch Nahrungsmöglichkeiten dort finden, wobei die Plätze natürlich heiß begehrt sind und teilweise auch umkämpft. Ja, an dieser Stelle muss man, glaube ich, auch sagen, unsere Vorsitzende Hanna Kirschen-Schmidt wurde heute Morgen schon angesprochen. Vereinsvorsitzende ist auch gleichzeitig Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbandes Ostholstein und hat eben auch ganz erheblichen Anteil daran gehabt, dass die Schwentine, sag ich mal, so schnell und auch so glatt wieder durchgängig hergestellt wurde. Ja, die Wasser- und Bodenverbände haben auch mittlerweile, sag ich mal, ihr Arbeitsgebiet doch ein bisschen umgestellt bei uns in der Region. Nicht nur die reine Sicherstellung von Wasserablauf, sondern eben auch die Wiedervernässung, die Schaffung von Uferrandstreifen und Renaturierung von Ufern. Auch das, sag ich mal, ist, glaube ich, vorbildhaft hier bei uns in der Region. Dann habe ich hier nochmal eine Maßnahme, die ist dann nicht von der Wasserrahmenrichtlinie bezahlt worden, sondern, wie es hier steht, ein Landwirt spendet uns die Steine, ein Lohnunternehmer hat sie kostenlos angefahren und das Ganze wurde dann auch ehrenamtlich auch von den Schwentine-Rangern außerhalb der Arbeitszeit im Bachbett eingebaut. Im rechten Bild sieht man unsere Vorsitzende, die sich das dann auch nicht nehmen lässt, die 1 Meter Absturz dort, die es vorher gab, durch entsprechende Sammelsteine auszugleichen. Auch dieser Bachabschnitt, das ist die Kunstau im Plön-Spitzenort, ist jetzt wieder oder seit der Zeit schon etwas länger durchgängig, die Durchgängigkeit hergestellt. Ja, touristische Glanzpunkte hat der Krauskopf schon angesprochen, trotz alledem möchte ich noch ein paar aufzählen. Für mich als Wasserwanderer, der ich das seit über 45 Jahren mache, findet man bei fast jeder Wetter-, Wind- und Wellenlage, und dazu sehen wir nachher noch ein paar Wellenlagen und Windlagen, ein geeignetes Revier. Insbesondere der große Plöner See ist aufgrund seiner Tiefe und Sichttiefe ein Hotspot für Taucher. Das war am letzten Wochenende noch gerade wieder zu sehen. Die Taucher sind hier auch das ganze Jahr, auch im Winter unterwegs. Die Erlebbarkeit der Wasserwelt wird Gästen und Interessierten durch Vereine unter anderem über das Programm Nachtgeflüster im Rahmen von geführten Touren vermittelt. Auch da haben wir jedes Jahr mehrere hundert Gäste. Und auch dort kommen natürlich die Rückmeldungen aus der ganzen Republik. Was habt ihr hier bloß für sauberes Wasser? Wie klar ist das? Wobei man muss auch ganz klar sagen, insbesondere rund um Plön haben wir mit die größten Sichttiefen. Der Selentersee vielleicht noch und einige andere Seen, aber gerade rund um Plön ist es doch, denke ich mal, schon besonders hier in der Holstein-Schweiz. Ja, und der Plöner oder die Plöner Seen oder Seen der Holstein-Schweiz sind auch ein vielfältiges Angelrevier, wobei auch der
die Angelei heute Morgen etwas kritisch erwähnt wurde. Ob es das in diesem Maße gibt, das Anfüttern, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es gibt auf jeden Fall mindestens zwei Seen, nämlich den Bedersee und den Surersee. Dort ist Angeln nicht gestattet. Nur von den Grundeigentümern wird es dort ausgeübt. Insofern gibt es also auch durchaus größere Seen, wo gar nicht geangelt wird, auch die teilweise nicht mal befischt werden. So, jetzt müssen wir auf meine letzte Seite schauen. Ja, wir wollten einen Ausblick geben, was ist hier in meinen Augen gut gelaufen und wo drohen unsere Region Gefahren. Ich habe es schon gesagt, die Gewässerunterhaltungsverbände und das nicht nur in der Schwentine, sondern insgesamt in der Region, egal ob Hagener Au oder Kossau oder auch Mühlenau vom Selentersee, werden mittlerweile doch sehr liebevoll renaturiert von den Gewässerunterhaltungsverbänden. Die ortsansässigen Wassersportvereine akzeptieren die Schutzgebiete und tonnen diese aus. Das hat zum Beispiel der Plöner Segelverein gerade jetzt in den letzten Tagen gemacht. Die Naturschutzgebiete im großen Plöner See ausgetonnt und auch die Befahrungsrinnen gekennzeichnet. Das Verständnis der Landwirtschaft für eine naturgerechte Entwicklung der holsteinischen Schweiz ist hier auch gegeben. Wir haben seit 10 Jahren, gibt es glaube ich den Ostseelandwirt des WWF. Wir haben mittlerweile 2 Landwirte aus unserer Region, die dort den Preis bekommen haben. Es gibt auch eine gute Kooperation mit den Grundeigentümern bei der Bewirtschaftung der Möweninseln im Belersee und im Großen Plöner See. Ohne das Einverständnis des Eigentümers können die natürlich nicht freigehalten werden, um dort entsprechende gute Habitate zu schaffen. Ja, insgesamt denke ich mal, ist es Wasserort der Mensch natürlich auch zusammen mit anderen gelungen, eine Allianz der Willigen bei uns in der Bevölkerung zu schaffen, letztendlich auch die Behörden zu sensibilisieren für alle Belange des Wassers. Und ich erinnere da auch nochmal gerne an unsere Seminarreihe von 2003 bis 2004, ist schon lange her, aber ich kann mich trotzdem gut erinnern, Dialog und Kommunikation für eine naturgerechte Entwicklung in der holsteinischen Schweiz, damals mit dem NOVA-Institut aufgelegt, mit Arno Topp. Das hat, glaube ich, hat uns, wir zählen immer noch davon. Ja, Veränderungen stellen wir relativ schnell fest. Einmal eben über Bernd Koop, was Brut- und Rastvögel angeht. Ottermonitoring macht der Verein Wasserort der Mensch natürlich selber. Fischbestände werden in den Zuläufen unserer Gewässer von den dortigen Angelvereinen im Rahmen von Elektrofischen dann überprüft oder kartiert. Gewässergütemonitoring einmal natürlich von Landesseite aus, aber eben auch von über EDI direkt mit dem Seenbeobachtungsprogramm. Das läuft eigentlich alles sehr gut bei uns in der Region. Ja, wir haben wie überall wahrscheinlich in der Republik Probleme mit sich ausbreitenden Neozoen, wie dem Mink zum Beispiel. Der Nutria hat in Beel, habe ich es jetzt gerade im Winter gesehen, eine riesen Schilffläche weggefressen. Es war jetzt nicht einer, sind allein 11 Stück erlegt worden und es sind immer noch welche da. Der Nutria soll auch Muscheln gefährlich werden können, das kann ich jetzt noch nicht bestätigen, aber beim Schilf habe ich es auf jeden Fall gesehen. Marderhund, Prädationsdruck ist heute Morgen auch angesprochen worden. Die Nilgans soll recht zänkisch sein, habe ich so noch nicht beobachten können, dass sie anderen das Brutrevier direkt streitig macht. Und was wir in den Seen als großes Problem haben, ein Wachstumsproblem ist Nutals Wasserpest, die doch heimische Arten durchaus verdrängen kann und natürlich ja, jedes Jahr zunimmt. Es ist definitiv kein Weiser für ein gutes Gewässer. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass die Wasserpest im Winter oder ab Herbst dann auch von den Zappen als Nahrung genutzt wird. Die sind aber nicht in der Lage, leider die Bestände komplett aufzufressen. Ja, letztes, worauf wir achten müssen in der Region, von meinen Punkten wäre, ist auch heute Morgen schon angesprochen worden, wir haben natürlich so eine attraktive Region, lockt viele Wassersportler an oder Wasserbegeisterte und nicht alle, sag ich mal, lassen sich so lenken, dass die schützenswerten Gebiete auch geschützt bleiben. Zum Abschluss, ich hoffe, ich habe die 15 Minuten noch nicht zu sehr überzogen, da habe ich dann noch ein paar Impressionen, die ich dann so vom Paddelboot oder auch sonst aufgenommen habe. Hier haben wir einmal den Langensee. Ich möchte dann noch ein bisschen Appetit machen für alle, die die Region nicht kennen, vielleicht uns tatsächlich mal zu besuchen.
Hier die angesprochene Wetterlage, wo es dann im Paddelboot schon etwas ungemütlicher wird. Der große Plönersee, der hat im August 2008 mal eine Welle von 2 Metern gehabt. Das ist aber natürlich nicht die Regel, aber so bis zu 3/4 Meter kann man bei Starkwind durchaus haben und dann wird es im Paddelboot schon etwas anstrengend. Ja, dann das ganze Gegenteil, der Höftsee an einem ruhigen Wintertag. Eine bizarre Eislandschaft vor unserem Plöner Schloss. Ja, noch eine kleine ornithologische Besonderheit. Das ist eine 10 Meter hohe Birke oder eine Birke, wo in etwa 10 Meter Höhe eine Graugans einen verlassenen Bussardhorst angenommen hat. Dort auch zwei Wochen lang das Brutgeschäft betrieben hat, dann aber aus mir nicht bekannten Gründen leider aufgegeben hat. Das wäre nochmal interessant gewesen, wenn die Jungen dort in den Teich geworfen worden oder gelandet wären. Ja, warum sie dort hingegangen ist, ob es das fehlende Schilf ist oder aber die Konkurrenz am Boden oder auch der Prädationsdruck durch Wildschweine und andere Räuber, Netzräuber, weiß ich nicht. Und mein letztes Lieblingsbild. Beim Paddeln werden wir auch ab und zu mal nicht auf dem Wasser, aber über dem Wasser überholt, der Seeadler. Also man kommt hier der Natur schon sehr nah, wenn man auf unseren Seen ist. Paddeln ist für mich so etwas wie Yoga. Ich komme da zur Ruhe, schöpfe Kraft und genieße die Momente der Stille. Und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Christoph, vielen Dank. Ich finde es sehr schön, dass Sie zum Abschluss als Resümee auch mal gesagt haben, dass es zwar viel heile Welt ist, aber die heile Welt auch Bedrohungen erkennt. Es gibt ja kaum etwas, was so in Bewegung ist wie Natur. Und alles, was sich bewegt, kann in eine gute und eine schlechte Richtung laufen. Deshalb ist gar nicht unwichtig, dass wir sehr wachsam sind und auch immer wieder neu überlegen, ob wir das Richtige tun oder nicht Richtige tun. Jetzt kommen wir eigentlich zum Höhepunkt, einem Höhepunkt der Veranstaltung, weshalb wir das Ganze machen, nämlich die Auszeichnung der Seen der Holsteinischen Schweiz zu den lebendigen Seen des Jahres 2021. Die soll also auch durch eine Urkundenübergabe nochmal dokumentiert werden. Das ist ja ein schöner Akt. Und diesen Akt werden jetzt vornehmen Thomas Schäfer, das ist der Leiter Naturschutz on Leven Lakes von Global Nature Fund. Und die Übernahme wird Frau Hanna Kirschnick-Schmidt übernehmen, die Vorsitzende von Wasser oder Mensch. Und wie eben auch schon erwähnt, als Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbandes auch noch in vielen anderen Bereichen sehr, sehr aktiv und den guten Entwicklungen dieser Region zugewandt. So, ich übergebe jetzt zur Urkundenübergabe. Ja, vielen Dank. Wir haben es gerade gehört, die Holsteinische Schweiz ist eine einzigartige Seenlandschaft und als solche zeichnen der Global Nature Fund und das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland anlässlich des Weltwassertages am 22. März, wir machen die Veranstaltung jetzt heute, die Seen der Holsteinischen Schweiz zu den lebendigen Seen des Jahres 2020 und 2021 aus. Die Verleihung erfolgt zum 10. Mal. Seit 2011 verleiht das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland diesen Titel. Das Netzwerk selbst gibt es seit 2009. Vielleicht ganz kurz dazu. Wir haben das damals gegründet, um bundesweit, verbands- und auch organisationsübergreifend, auch nicht nur aus dem Naturschutz, sondern eben auch Behörden, es sind Kommunenmitglied und mit der Deutschen Umwelthilfe oder der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz auch übergeordnete Verbände, Wissenstransfer zu organisieren zum Thema Gewässerschutz, Feuchtgebietsschutz in ganz Deutschland und auch gemeinsame Projekte zu machen. Von Beginn an war das Amt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, das Seendezernat, Partner im Netzwerk Lebendige Seen Deutschland, also für die Gewässer im Landkreis Plön, ein sehr wertvoller Partner. Und der Staffelstab ist übergeben worden vor wenigen Jahren an Wasserotter Mensch, was uns sehr gefreut hat. Wasserotter Mensch hat sich beworben beim Netzwerk Deutschland für 2020 um diesen Preis. Das wird dann intern beraten und überlegt. Die Bewerbung ist offen. Jeder kann sich da bewerben. Wir hatten auch mehrere Bewerbungen und wir haben dann beschlossen, dass die Seen der Holsteinischen Schweiz durchaus diese Auszeichnung verdienen. Lebendiger See, das klingt ja auf jeden Fall erstmal nach Anerkennung, Lob und Zufriedenheit und das soll es auch sein.
über 200 Gewässer. Wir haben es gerade gehört, ich will das nicht wiederholen. Europaweite Bedeutung für Wasservögel. Der Otter ist wieder da. Auch der Allgemeinzustand in der Region hat sich langsam verbessert. Nicht nur Wasserotter Mensch ist natürlich hier aktiv, sondern sehr, sehr viele Verbände, Vereine, die Behörden, ohne das Hoheitliche geht natürlich gar nichts, ohne die Unterstützung der Behörden. Und wir verstehen, dass es hier, also auch aus dem Vortrag eben, einfach eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit gibt zwischen den Behörden, zwischen den Verbänden und den vielen Ehrenamtlichen, die in der Region aktiv sind. Große Teile der holsteinischen Schweiz sind Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, ein großer Teil sind Natura 2000, FFH-Richtlinie ist Ihnen ein Begriff. Die Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union ist ja noch älter als FFH, wird auch hier umgesetzt. Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Thema. Das Genießen von Natur ist ein wichtiges Thema. Wir haben es gerade gehört von Herrn Estorf. All das macht die Seen der Holsteinischen Schweiz besonders. Wir haben letztes Jahr zur Auszeichnung Kritik bekommen aus Ihrer Region. Natürlich nicht zu Unrecht, muss ich sagen, denn so eine Auszeichnung, wir diskutieren das jedes Jahr wieder, könnte ja den Eindruck erwecken, dass man fertig ist mit irgendwas. Das ist leider natürlich nicht der Fall, das wissen Sie alle. Herr Estorf hat es gerade vorgestellt. Es gibt viel zu tun. Es gibt die Themen, die Herr Estorf gerade genannt hat. Es gibt Themen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie kommen. Neozoen, Neophyten haben wir gerade gehört. Die Schilfgürtel, wir gehen zurück, wirklich verstehen, warum, tun wir leider noch nicht. Es kommt der Klimawandel, ist gut gesagt, wir sind mittendrin und wir verstehen jetzt auch noch nicht vollständig, was das für uns alle bedeutet. Wir bekommen jetzt eine leichte neue Reform in der EU-Agrarpolitik und hoffen, dass der Zustand auf den Agrarflächen vielleicht etwas besser wird und die Belastung für Feuchtgebiete, Seen und andere Gewässer damit zurückgeht. Das werden wir aber erst in 2-3 Jahren bewerten können. Und die Kritik, die wir bekommen haben, baute darauf letztlich auf, ob es nicht gefährlich wäre, gewissermaßen hier eine Auszeichnung zu verleihen für einen Zwischenstand. Wir finden, wir verstehen dieses Spannungsfeld, aber wir finden ja, denn ab und zu muss man auch mal auf das Geleistete zurückschauen dürfen. Ab und zu muss man auch mal sagen dürfen, es hat funktioniert, wir haben hier viel erreicht, wir haben hier etwas geschafft, es hat viel Geld gekostet, viele Steuergelder gekostet auch. Es hat viel Arbeit von Ehrenamtlichen gekostet, viele hundert, viele tausend Stunden sind hier reingeflossen. Wenn man allein zusammenrechnet, was das Seenbeobachtungsprogramm, Seentransparent, Angler, Fischer und alle Ehrenamtlichen, die beteiligt waren, an Zeit gekostet hat in 30 Jahren, ich glaube nicht, dass man das wirklich bilanzieren kann. Insofern, und das ist auch unsere Erfahrung aus den früheren Auszeichnungen, ist es immer als Motivation aufgefasst worden, weiter daran zu arbeiten, sich einmal zu freuen und zu sagen, gut, wir haben etwas erreicht, was sind die nächsten Ziele, und dann können wir in 15 Jahren nochmal gucken, wie es dann vielleicht mit einer neuen Auszeichnung als lebendiger See sein könnte. Ja, mit der Wahl der Seen der Holsteinischen Schweiz zum lebendigen See des Jahres 2020 wollen wir also die Leistung aller Aktiven in der Region unterstützen. Und stellvertretend dafür freue ich mich sehr, dass ich jetzt dem Verein Wasserotter Mensch, unserem Partner im Netzwerk Lebendige Seen Deutschland, die Urkunde übergeben kann. Natürlich wäre es schöner persönlich und wir wären alle beieinander, aber so geht es auch. Wenn Sie sich nachher fragen, wie wir das machen, wir haben spezielle Geräte, mit denen wir heute schon beamen können. Also jetzt muss ich nur gucken, dass ich in die richtige Richtung beame. Also auf der Urkunde steht, lebendige Seen der Holsteinischen Schweiz. Über 200 Gewässer der holsteinischen Seenplatte sind ökologisch sehr bedeutsam und bieten Lebensraum für eine Vielfalt von Pflanzen und Tierarten. Diesem Schutzziel widmen sich unter anderem unsere Partner von Wasserotter Mensch e.V. und der integrierten Station Holsteinische Schweiz, Radolfzell, 22. März 2020. Sie hatten es erwähnt, das war letztes Jahr schon. Marion Hammerl ist Präsidentin des Global Nature Fund.
So, Frau Kirschner-Schmidt, dann schiebe ich Ihnen das jetzt hier rüber und Sie nehmen die Urkunde entgegen. Sehr schön, gelungen. Sie sind stumm. Müssten die Stummschaltung noch aufheben? So, Entschuldigung, das war wieder ich und die Technik, das ist ein Thema für sich. Aber nochmal ganz, also schön, dass das jetzt geklappt hat mit der neuen Technik des Beamens. Da sind wir eben auch vorneweg. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Auszeichnung. Wir haben ja gehört, eigentlich schon 2020, das wurde wegen Corona dann verschoben und passt auch in diesem Jahr noch besser, weil der Fischotter ist ja das Wildtier des Jahres 2021 und insofern in diesem Jahr die Auszeichnung denn zu bekommen, tut dem Wasserotter-Mensch-Verein ja auch sehr gut. Und Henrik Estorf hat ja die Seen sehr schön vorgestellt. Das ist natürlich eine Oase in Schleswig-Holstein, die natürlich auch für die Wiederbesiedlung des Fischotters eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, denn er galt ja in Schleswig-Holstein fast als ausgestorben und sicherlich eine Zelle der Wiederbesiedlung sind die Seen gewesen. Da ist er nie ganz weg gewesen. Ja, und insofern wundervoll die Auszeichnung heute. Und das sage ich eben, das wurde mehrfach betont, das möchte ich auch nochmal sagen. Wir als Wasserotter-Mensch-Verein bekommen jetzt diese Auszeichnung. Aber natürlich ist das eine Auszeichnung für alle, die sich hauptamtlich oder ehrenamtlich in welcher Form auch immer für die Seen oder für einen der Seen engagieren. Und ich finde es auch schön, dass jetzt die Auszeichnung gekommen ist. Natürlich sind wir noch lange nicht am Ende mit unseren Bemühungen um die Seen und sicherlich werden wir auch vor immer neue Probleme gestellt werden und müssen Lösungen finden, aber wir sind da gut aufgestellt und ich freue mich auch drauf, dass es eben weitergeht und sehe auch diese Auszeichnung als Ansporn, dass sich alle weiterhin engagieren und einsetzen. Vielen herzlichen Dank. Ja, normalerweise würde man jetzt klatschen. Ich habe auch gelauscht. Danke, danke. Genau. Ja, wir haben jetzt also sozusagen auch virtuelles Klatschen erlebt und haben diesen schönen Akt erlebt. Und das hat wirklich hervorragend funktioniert, sehr gut. Mit diesem Beam, Scotty, beam me up. Wir sind jetzt in der Abfolge bei den Grußworten und diese holsteinische Schweiz erstreckt sich über drei Kreise, Ostholstein, Plön und Segeberg nicht zu vergessen, auch da liegt ja noch ein Teil drin. Aber zu den Kreisen, die, sage ich schon mal, eine längere Tradition haben in dem Beobachten des Seens, nämlich so ein Programm hieß es, gab es auch schon über Jahrzehnte weg, das Seenbeobachtungsprogramm, hat der Kreis Plön durchaus die meiste Erfahrung und deshalb haben wir auch gebeten, dass Frau Dr. Yvonne Maria Wagner, sie ist eigentlich die Leiterin des Fachbereiches Sicherheit, Ordnung und Bauen, aber da gehört auch Umwelt dazu, ein Grußwort spricht und das würde ich jetzt auch ganz gerne freischalten, sozusagen. Ja, vielen Dank, Herr Krauskopf. Ja, liebes Team von Wasserotter Mensch, liebe Mitgäste und ich sag mal auch liebe Wasserfreunde, denn das sind wir ja wirklich alle, hat der Estorf passend den Begriff schon gefunden. Ja, was für eine tolle Auszeichnung. Also die Seen unserer holsteinischen Schweiz tragen jetzt den Titel Lebendige Seen des Jahres 2020-2021. Also dazu möchte ich dem Verein Wasserotter Mensch ganz, ganz herzlich gratulieren im Namen des Kreises Plön und zugleich auch die besten Grüße der Landrätin überbringen, die heute leider nicht selber teilnehmen kann, das aber gerne möglich gemacht hätte. Wir sind alle richtig stolz darauf, Herr Krauskopf hat es ja gerade schon einleitend angesprochen, wie sich unser damaliges Seenbeobachtungsprogramm des Kreises Plön, so hat es ja mal angefangen, bis heute entwickelt hat und dass das auch einen, ja, ich würde mal sagen, wesentlichen Beitrag zu der heutigen Auszeichnung mit leisten konnte. Für 45 Seen und Teiche des Kreises Plön ist es gestartet. Nun sind genau 30 Jahre vergangen seit den ersten Anfängen im März 1991. Und ich sage mal so, die letzten 10 Jahre habe ich auch das ein Stück weit mit begleiten dürfen in meiner Eigenschaft als Dezernentin auch für den Umweltbereich. Und da war ich gleich fasziniert von. Also von diesem einzigartigen Seenbeobachtungsprogramm, sowas gibt es ansonsten nirgendwo. Das macht es schon einzigartig, was wir hier aufgebaut haben über die Jahrzehnte. Und gerade in den heutigen Zeiten, jetzt mit Corona, wo
Jeder, alle sehnen sich nach heiler Natur, nach klarem Wasser, frischer Luft. Merken wir ja auch an den Tourismus, an dem Tourismusdruck, der jetzt teilweise auch wieder einsetzt, aber auch wirklich an der Sehnsucht der Menschen, einfach draußen zu sein. Da bekommen die ursprünglichen Ziele, wie das Seenbeobachtungsprogramm mal gestartet ist, mit der wertvollen Ressource unserer Gewässer, die wir hier wirklich überreichlich haben, achtsam und besonders verantwortungsvoll umzugehen, ihre Veränderungen zu beobachten und den Zustand natürlich auch möglichst gut zu erhalten. Das ist ja eine Daueraufgabe. Das bekommt noch einmal eine ganz neue, große Bedeutung. Ja, ins Leben gerufen hatten wir das damals, 1991, das Seenbeobachtungsprogramm, gemeinsam mit dem damaligen Leiter des Max-Planck-Instituts für Limnologie, Herrn Professor Winfried Lampert. Der hatte damals die Idee eines solchen Seenbeobachtungsprogramms aus den USA mitgebracht. Und wenn wir heute die Auszeichnung Lebendige Seen des Jahres feiern, dann denken wir auch einmal ganz besonders an Professor Lampert. Der ist leider im März diesen Jahres verstorben und wäre sicherlich sehr gerne mit heute dabei gewesen. Also diese Auszeichnung gilt dann auch ein Stück weit ihm als Initiator. Was das Programm so einzigartig macht, auch europaweit, das war ja gerade schon angesprochen worden, ist die ganz enge Verbindung von dem ganz, ganz wesentlichen ehrenamtlichen Engagement und der guten wissenschaftlichen Begleitung. Die eine tragende Säule waren und sind ja die zahlreichen ehrenamtlichen Messstellenbetreuerinnen und Betreuer, die bei Wind und Wetter jede Woche ihren See besuchen und die Sichttiefen messen. Und das ist wirklich was Einzigartiges, dass dieses Engagement über all die Jahre so getragen hat. Dadurch ist ein einzigartiger, riesiger Datensatz entstanden, der teilweise jetzt schon in den USA irgendwie wissenschaftlich ausgewertet wird und da gespeichert wird. Also das muss man auch mal hervorheben, was wir hier so geschafft haben im Kreis Plön in der holsteinischen Schweiz, mithilfe dieses ehrenamtlichen Engagements, für das man da gar nicht genug danken kann als Kreis Plön. Und die andere Säule waren natürlich die exakte wissenschaftliche Begleitung, die jährliche Probennahme, Wasseruntersuchung, also die Untersuchung der Wasserproben. Die wurde erst noch bis 2006 vom Max-Planck-Institut durchgeführt. Heute macht das das LUR, beziehungsweise das Landeslabor. Und das Bindeglied zwischen diesen beiden Säulen, zwischen dem ehrenamtlichen Engagement und der wissenschaftlichen Begleitung, war lange Jahre ja der Kreis Plön selbst, unser Amt für Umwelt. Insofern habe ich das auch kennenlernen dürfen. Und da möchte ich noch mal ganz besonders unsere frühere Mitarbeiterin, Frau Dr. Regniet, hervorheben, die lange Jahre hier auch als Limnologin tätig war und sich da mit absolutem Herzblut eingesetzt hat. Das wissen Sie, glaube ich, auch alle, weit über die dienstlichen Belange hinaus. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ohne Frau Dr. Regniet hätte es das auch nicht gegeben in dieser Form. Ja, wir haben das über die Jahre sehr, sehr gerne mit begleitet, das Seenbeobachtungsprogramm etabliert und auch in der öffentlichen, im öffentlichen Bewusstsein hier im Kreis Plön und der holsteinischen Schweiz verankert. Aber was genauso wichtig ist, als Kreis Plön haben wir auch, ja, sage ich mal, den richtigen Zeitpunkt erkannt, um auch loszulassen und das Seenbeobachtungsprogramm in die kompetenten Hände des Vereins Wasser, Otter, Mensch zu legen. Das haben wir 2019 gemacht. Hintergrund war vor allen Dingen, dass Frau Dr. Regniet damals in Ruhestand gegangen ist und wie das in Verwaltungen oft so ist. Eine richtige Nachfolge gab es nicht. Und meine Umweltamtsleiterin und ich, wir haben uns richtig Sorgen gemacht, dass wir dann das Programm nicht wirklich hätten fortführen können in dieser Form nach Ausscheiden von Frau Dr. Regniet. Und zum Glück hat dann auf unsere Bitte hin der Verein Wasser, Otter, Mensch sich gleich bereit erklärt, da die Trägerschaft zu übernehmen. Also dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und auch Frau Dr. Regniet arbeitet nun weiter mit am Seenbeobachtungsprogramm, jetzt ehrenamtlich für den Verein Wasser oder Mensch. Also alles zum Besten. Die ehrenamtlichen Betreuer mussten sich nicht groß umgewöhnen. Ja, wir als Kreis Plön wissen die Aufgabe der Seenbeobachtung in kompetenten Händen bei Wasser oder Mensch genau das Richtige. Das Monitoring wird sich auch in Zukunft ausweiten, sogar noch über den Kreis Plön hinaus, verlässliche Daten liefern und auch weitere Seen einbeziehen. Und so finde ich auch die heutige Auszeichnung der verdiente Lohn für dieses Engagement und zugleich aber auch ein Ansporn für die Zukunft. Es bleibt noch genug zu tun. Glückwunsch, ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch, ja, dem heutigen Netzwerktreffen weiterhin guten Verlauf. Vielen Dank, Frau Dr. Wiegner. Wir leiten über zu den nächsten Grußworten. Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft, Umwelt, ländliche Räume. Da gibt es so eine schöne Abkürzung, glaube ich, LLUL.
Ist ja, wie wir gehört haben, Partner der Living Lakes und die Auszeichnung ist im Grunde genommen auch darauf zurückzuführen. Und wir haben also zwei Grußredner dieses Amtes, nämlich nach der Reihenfolge, die mir hier vorgelegt worden ist, nicht Ladies First, sondern die Herren zuerst, nämlich Cornelius Kremkau und anschließend Frau Anna Kuczynski. Herr Kremkau, Sie sind dran. So, zu hören bin ich hoffentlich. Einwandfrei. Dann vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Ja, auch von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten zu dieser Auszeichnung. Freue mich, dass ich heute ein kurzes Grußwort an Sie richten darf. Ich mache das auch ohne Präsentation, weil ich mich wirklich versuchen möchte, kurz zu fassen im Sinne eines Grußwortes und keinen Fachvortrag zu halten. Ich freue mich wirklich über diese Auszeichnung und wenn ich das sagen darf, bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir da als Landesamt sowohl mit dem Seendezernat, Frau Kuczynski, die kommt ja nach mir auch noch zu Wort, eigentlich hätte sie tatsächlich vor mir sprechen sollen, finde ich auch, aber auch wir mit der Arbeit unserer integrierten Station da ein bisschen Anteil daran haben, dass es wirklich eine schöne Anerkennung für die Arbeit und den Einsatz aller Beteiligten in den zurückliegenden Jahren. Und es gibt mir Gelegenheit, vielleicht mal kurz den Blick auf die Rolle der integrierten Stationen zu richten. Ich habe mich mit Frau Kuczynski vorher so ein bisschen abgestimmt. Ich vertrete heute sozusagen eher so den terrestrischen Part hier in dieser Veranstaltung. Wir sind ja mit der integrierten Station auch viel und vor allem an Land unterwegs in der holsteinischen Schweiz. Und ich will vielleicht ein paar Worte zur Arbeit der Stationen sagen, allgemein und dann auch zu der Station in Eutin. Also die Station, ich sage immer ganz gerne, das ist ja so ein bisschen das Gesicht des Naturschutzes in Schleswig-Holstein, für uns zumindest, auch zumindest was den staatlichen Naturschutz anbetrifft. Und wir haben eben in diesem Bereich, wie ich finde, eine sehr gelungene Kombination aus regionaler Naturschutzarbeit und nachhaltiger, naturnaher Regionalentwicklung. Und was macht diese Station, die es jetzt also angefangen von der ersten Station in der Eiderträne Sorgeniederung seit über 20, 25 Jahren gibt. Was macht sie so erfolgreich? Das ist eben ihre Verankerung vor Ort und auch die Vernetzung mit vielen regionalen und lokalen Kooperationspartnern. Und ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ich jetzt nicht anfange, die alle einzeln aufzuzählen. Herr Burggraf hat vor kurzem mal eine Liste der Kooperationspartnern allein im Bereich der Seenschutzmaßnahmen zugesendet. Da standen über 20 Institutionen drauf. Und da mir für mein Grußwort ein Zeitrahmen von 5 Minuten vorgegeben war, habe ich gedacht, ich erlaube mir da jetzt mal keine namentlichen Nennungen. Aber was den Charakter anbetrifft dieser Station, das darf ich vielleicht sagen, gerade die Kollegen in Eutin, Carsten Burggraf und Lea Pietsch, so gewissermaßen die Kooperation und den Vernetzungsgedanken in den Genen, die waren ja bis zur Gründung der Station 2017 für die lokale Aktion tätig und sind dann zu festen Mitarbeitern unserer Station zusammen mit Herrn Redwisch, der aus Mölln dazugestoßen ist, zu einem unserer sehr erfolgreichen Dreierteams dort tätig geworden. Was sind die Aufgaben der Station? Also nur in kurzen Stichworten, das ist eben eine und der Stützen des ganzen Managementprozesses in den Natura 2000-Gebieten, Begleitung des Managementprozesses und Maßnahmenumsetzung, die Initiierung und Durchführung von Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen, Artenhilfsprojekten, die Umsetzung des Biotopverbundes und hier natürlich vor allen Dingen im Bereich Fließgewässer und Auen, die Beteiligung an der Umsetzung von fachlichen Programmen, wie zum Beispiel dem Auenprogramm, Vorbereitung von Maßnahmen des Vertrags Naturschutzes und freiwilligen Vereinbarungen, und natürlich auch viel Beratung Dritter, Verbände und Vereine bei der Planung und Finanzierung und Durchführung von Projekten. Wir haben im Augenblick 6 Stationen im Land, integrierte Stationen.
Und viele davon, das ist mir bei der Vorbereitung auf mein kurzes Grußwort bewusst geworden, führen tatsächlich Gewässer oder wassergeprägte Naturräume im Namen. Also angefangen von der Station in der Eiderträne Sorgeniederung, da brauche ich nichts zu sagen, drei Flüsse im Herzen Schleswig-Holsteins. Dann die Station an der Westküste, geprägt von den Küstenlebensräumen dort, bis hier in Schlüttsiel, künftig hoffentlich bald im Bereich des Beltringharder Koges. Wir haben die Station, unsere Ostseestation sozusagen an der Geltinger Birk. Wir haben eine Station an der Unterelbe in Haseldorf. Wir haben die Station in Mölln mit den lauenburgischen Landschaften. Na klar, die Schleswig-Holsteiner wissen das. Ratzeburger See, Schalsee und viele andere kleinere Seen prägen dort auch die Landschaft und den Naturraum. Und wir haben eine Station in der holsteinischen Schweiz, in Eutin, und dem Seensystem, was heute Gegenstand der Auszeichnung ist. Ja, zur Station in Eutin. Diejenigen von Ihnen, die sich so im Dunstkreis der Station beruflich und ehrenamtlich engagieren, die kennen das alles, was ich jetzt sage. Ich will trotzdem vielleicht gerade für die, die jetzt auch von außerhalb von Schleswig-Holstein unserer Veranstaltung folgen, sagen, das ist ja ein Naturraum, der sehr geprägt ist, einmal von den, ja, von den wassergeprägten Lebensräumen und aber auch, also Seen, Fließgewässer und Auen und aber auch viel Wald. Das waldarme Schleswig-Holstein, in Ostholstein ist so nach Lauenburg der waldreichste Bereich mit vielen Waldflächen, Buchenwäldern, Eichenwäldern, aber auch azonale Waldstandorte, Bruchwälder, Schlucht- und Hangwälder. Und ja, ich als ausgebildeter Förster darf ich vielleicht sagen, mich und viele anderen begeistern nicht nur die vielen Seen und Fließgewässer, sondern auch mit die schönsten und auch naturschutzfachlich wertvollsten Wälder in Schleswig-Holstein. Also wer mal im Uckleigehege unterwegs gewesen ist, der wird das wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Und was die Station macht, ich vermute mal, Sie haben, ich weiß, dass Herr Burgraf heute Vormittag schon mal einen Vortrag gehalten hat. Da haben Sie vielleicht von ihm schon einiges dazu gehört. Über die großen, vielen großen und kleineren Maßnahmen. Also das Stichwort Natura 2000 ist schon gefallen. Die Beweidungs- und Entkustungsmaßnahmen. Das Prädationsmanagement, die Nisthilfen für Fledermäuse und Eisvögel und Gänsesäger, die Otterschutzmaßnahmen, die Reptilienwinterhabitate, Schilfschutzmaßnahmen, Grabenanstau. Ich könnte noch vieles aufzählen, was so die ganze Breite der Aktivitäten der Station veranschaulicht. Und ganz wichtig ist eben, das machen wir in aller Regel nicht allein, sondern wir machen das mit vielen verschiedenen Partnern. Wasserottermensch, dem Wasser- und Bodenverband, der Naturparkverwaltung, der Kreisjägerschaft, den Naturschutzverbänden, Stiftungen, in Workcamps und vielen anderen mehr. Und dann ist natürlich zu nennen die große Bedeutung des Tourismus und der naturbezogenen Erholung mit den vielen Angeboten, auch der wassergebundenen Freizeitaktivitäten. Auch da gilt es natürlich immer sozusagen, aktiv zu bleiben, auf der Höhe der Zeit, innovativ. Ich finde nach wie vor ein sehr schönes Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Ich halte das mal hier in die Höhe. Ist diese visuell-taktile Naturerlebniskarte der Schwentine-Seen, die als Gemeinschaftsprodukt entstanden ist von Wasserottermensch und Naturpark und dem Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein und der Station. Ich nenne mal als ein anderes, wie ich finde, sehr schönes Beispiel die Errichtung von Biwakhütten für das nächtliche Naturerleben, der Wasserwanderweg Schwentine und so weiter und so weiter. Und dann will ich vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz sagen, dass das ganze Thema Seen und Fließgewässer natürlich auch eine große Rolle spielt in der naturschutzfachlichen und politischen Programmatik der Landesregierung. Und da will ich mal die Brücke schlagen zu dem Thema Biodiversitätsstrategie.
Der eine oder andere von Ihnen weiß vielleicht, dass wir gerade dabei sind, eine Biodiversitätsstrategie für das Land zu erarbeiten mit drei Säulen, Netzwerk Natur, Netzwerk Akteursnetzwerk und Bildungsoffensive. Und da spielt das, was wir heute als grün-blaue Infrastruktur bezeichnen, eine ganz zentrale Rolle. Und das bildet sich natürlich auch ab in der engen Zusammenarbeit der Fachverwaltung, auch bei uns im Landesamt. Frau Kruczynski, die Leiterin des Seendezernats, wird ja gleich noch zu uns sprechen. Das Ganze ja, hat eine Vorgeschichte. Wir haben seit über 10 Jahren ein Moorschutzprogramm. Wir haben seit knapp fünf Jahren ein Auenprogramm. Wir haben im letzten Jahr erarbeitet ein Landesprogramm zum biologischen Klimaschutz, wo die Wiedervernässung von Flächen eine zentrale Rolle spielt. Naja, und die Biodiversitätsstrategie hat eben jetzt hier auch als ein zentrales Element das, was wir als gewässeroffensive Biodiversität bezeichnen, also ein flächenübergreifender Ansatz für Gewässer- und Naturschutz, wo wir eben zum einen natürlich auch die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie umsetzen wollen und wo es um solche Themen geht wie Wiederherstellung von Strukturvielfalt mit artenschutzgerechter Gewässerunterhaltung. Das Thema Durchgängigkeit von Fließgewässern ist heute am Beispiel der Schwentine schon mal angesprochen worden. Verringerung der Stoffeinträge, ein ganz wichtiges, großes Ziel, wo wir auch jetzt mit, wie ich finde, recht knackigen quantitativen Zielvorgaben vorgehen wollen. Also zum Beispiel dass wir die Phosphateinträge in die Gewässer bis 2030 um 1/3 reduzieren wollen. Es geht in vielen Bereichen natürlich um die Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen Wasserverhältnissen, Ufersituationen. Und es geht, das wissen wir alle, teilweise auch um eine erforderliche Regulierung der Freizeitnutzung in diesen Gewässern. So wichtig dieses Element in der holsteinischen Schweiz ist, wissen wir auch, dass wir manchmal auch Grenzen setzen müssen. Aber ich denke, das ist ja heute auch schon deutlich geworden, dass das in dem Seensystem, was heute ausgezeichnet worden ist, in aller Regel auch gut gelingt. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich allen Freundinnen und Unterstützern der lebendigen Seen, ob jetzt in Schleswig-Holstein oder anderswo, weiterhin viel Freude und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Grimkau. Ja, ich kann einfach gerade weiterleiten, denn Sie haben ja selbst schon angekündigt, Frau Kruczynski ist dran, Sie sind jetzt dran. Ja, herzlichen Dank. Ich gratuliere natürlich auch ganz herzlich zu dieser Auszeichnung. Im Gegensatz zu, glaube ich, fast allen anderen Beteiligten hier, die schon ganz alte Hasen in dem Thema sind, bin ich ganz neu in dem Thema. Ich habe erst Anfang des Jahres die Leitung des Seendezernates übernommen. Insofern freue ich mich, dass es gleich mit so einem positiven Anlass startet und ich hier auch alle Beteiligten in diesem Rahmen dann kennenlernen kann. Herr Kremko hat jetzt ja einen ganz weiten Rahmen gespannt über viele Themen, viele Akteure. Ich werde jetzt in meinem Thema ganz schmal sozusagen und beziehe mich wieder auf die Seen. Und zwar haben wir im Seendezernat den Fokus unserer Tätigkeit auf dem Monitoring, also auf der Untersuchung der Seen. Und da möchte ich Ihnen heute einen ganz kurzen Einblick geben. Hinsichtlich des Monitorings stehen bei uns die Seen im Fokus, deren Zustand seit 2000 im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an die EU gemeldet werden muss. Das betrifft alle Seen, die mindestens 50 Hektar groß sind. Das heißt natürlich nicht, dass die kleineren Seen den von der Wasserrahmenrichtlinie geforderten guten ökologischen Zustand nicht erreichen müssen. Diese Forderung gilt auf jeden Fall unabhängig von der Größe für alle Seen, sowohl für die großen als auch für die kleinen Seen. Aber nur bei den Seen, die eben mindestens 50 Hektar groß sind, besteht über die Wasserrahmenrichtlinie die gesetzliche Verpflichtung, ihren Zustand eben regelmäßig auch zu untersuchen und an die EU zu melden.
Ja, in Schleswig-Holstein haben wir 62 natürliche Seen mit einer Größe von mindestens 50 Hektar. Und ein Drittel dieser Seen liegt in der holsteinischen Schweiz, ein gutes Drittel sogar, sodass dem Seenschutz in dieser Region eben eine ganz besondere Bedeutung auch zukommt. An diesen Seen wird gemäß EU-Vorgaben regelmäßig der Zustand der wichtigsten Lebensgemeinschaften untersucht. Das ist vor allem das Plankton und auch die Unterwasservegetation, da diese beiden Lebensgemeinschaften sehr gut den Zustand hinsichtlich der Nährstoffbelastung widerspiegeln. Und in einigen Seen wird darüber hinaus auch der Zustand des Makrozoanthos, also der wirbellosen Kleinstlebewesen wie Muscheln, Schnecken, Insektenlarven, in den Uferbereichen untersucht und in einigen Seen auch der Zustand der Fischfauna. Begleitend werden natürlich auch immer die chemisch-physikalischen Parameter, wie zum Beispiel die Wassertemperatur, der Sauerstoffgehalt oder auch Nähr- und Schadstoffe mit untersucht. Ja, und anhand der Untersuchungsergebnisse werden die Seen dann mittels einer fünfstufigen Skala von sehr gut bis schlecht, also ähnlich den Schulnoten, nur dass es eben nur von 1 bis 5 geht, bewertet und das Ergebnis dann an die EU gemeldet. Und Ziel ist eben, bis 2027 einen guten Zustand, also die 2 für alle Seen zu erreichen. Ja, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, erreicht dieses Ziel in Schleswig-Holstein aktuell tatsächlich nur ein See, der sich ganz im Norden des Naturparks Holsteinische Schweiz befindet, nämlich der Selentersee. Aber auch viele der großen Seen um Plön und im Verlauf der Schwentine erreichen bereits eine gute 3 und in einigen Teilkomponenten auch bereits eine 2. Das sind eben Seen, die sich durch klares Wasser und eine artenreiche Unterwasservegetation auszeichnen und dadurch eben auch wichtige Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten darstellen. Beispielsweise der Suchersee, aber auch der Schösee oder der Schluensee gehören damit dazu. Und bei diesen Seen besteht eben große Hoffnung, dass sie das Ziel guter ökologischer Zustand eben auch erreichen können. Aber es gibt eben auch Seen, die sich aktuell noch in einem schlechten Zustand befinden, also mit der 5 bewertet sind, wie beispielsweise der Stendorfer See oder der Sippersdorfer See, die beiden östlichsten der Schwentine-Seen. Oder zum Beispiel auch der Bornhöfeter See oder der Schmalensee ganz im Westen des Naturparks Holsteinische Schweiz. Und hier liegt die Hauptursache für den schlechten Zustand nach wie vor in einer Überversorgung mit Nährstoffen, die dann eben zu starken Algenentwicklungen und damit verbunden zu einer Wassertrübung führt, was dann wiederum zu schlechten Lichtverhältnissen für die Unterwasservegetation führt, sodass diese eben nicht sich gut ausbilden kann. Darüber hinaus, heute ja auch schon mehrfach angesprochen, gibt es aber auch zunehmend Probleme mit Neophyten, wie eben zum Beispiel der Wasserpest oder auch Neozoen wie der Quaggermuschel, die sich in den Seen stark ausbreiten und andere Arten verdrängen, sodass auch das den guten Zustand der Seen gefährdet. So haben wir beispielsweise die Situation, es wurden ja heute auch schon die sehr guten Sichttiefen angesprochen, dass wir eben in einigen Seen mittlerweile hinsichtlich der Nährstoffbelastung und auch der Algenentwicklung bereits einen guten Zustand haben und sich trotzdem aber die Unterwasservegetation eben nicht entsprechend entwickelt, so wie man das bei diesen guten Lichtverhältnissen erwarten würde. Und bei dem Thema liegt auf jeden Fall aktuell und auch in den kommenden Jahren bei uns ein Schwerpunkt in den Untersuchungen, da eben mögliche Ursachen ausfindig zu machen, warum die Vegetation da eben nicht nachzieht. Ja, es gibt also noch viel zu tun bis 2027 und natürlich auch darüber hinaus. Größte Herausforderung bleibt auf jeden Fall die Verringerung diffuser Nährstoffeinträge, sowohl an den Seen selber als auch an den zufließenden Gewässern muss weiterhin versucht werden, die diffusen Nährstoffeinträge zu reduzieren, zum Beispiel über breite Uferrandstreifen, aber auch durch eine entsprechend angepasste Bewirtschaftung der Flächen, wo das Land ja auch weiterhin im Rahmen der landwirtschaftlichen Gewässerschutzberatung unterstützt.
Ja, aber auch vergleichsweise kleine Maßnahmen, wie beispielsweise der Schutz der Ufervegetation, sind ganz wichtige Bausteine und können immer nur gemeinsam mit den lokalen Akteuren auch umgesetzt werden. Denn letztendlich können wir als Landesamt keine Maßnahmen aktiv umsetzen. Wir können natürlich fachlich begleiten, wir können Daten zur Verfügung stellen, Daten auswerten. Wir können letztendlich auch unser Fachwissen zur Verfügung stellen und Maßnahmen mit Monitoringprogrammen begleiten. Und das Land unterstützt natürlich auch finanziell. Aber für die Maßnahmenumsetzung benötigen wir auf jeden Fall immer die Akteure vor Ort. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir da mit Wasserotter Mensch, aber auch mit der integrierten Station so aktive und engagierte Organisationen vor Ort haben. Und ja, möchte dann gerne damit schließen, dass ich mich auf jeden Fall sehr darauf freue, dass wir da in Zukunft eine gute Zusammenarbeit haben werden für den Schutz und die Entwicklung der Seen. Vielen Dank, Frau Kuczynski. Ich fahre jetzt weiter im Programm und muss noch mal kurz einwerfen, dass es unter Journalisten den Begriff des Totrecherchierens gibt. Also es gibt manchmal so Sachen, wenn man dann forscht, stellt man hinterher fest, oh Gott, ich kann keinen Artikel mehr schreiben, weil ich gar nicht mehr weiß, was wichtig und was unwichtig ist. Frau Hoch, es ist mir mit der Wilo Foundation so gegangen, dass ich echt so viel mittlerweile gelesen habe, dass es mir echt schwerfällt, in zwei Sätzen Ihre Geschichte und auch die Geschichte der Foundation, der Stiftung zusammenzufassen. Das würde ich Ihnen jetzt gerne überlassen. Ich will jetzt nur allen sagen, dass die Wilo Foundation freundlicherweise seit diesem Jahr steht, ich nehme an seit 2020, das Projekt Riven Lakes unterstützt und würde Ihnen jetzt gerne das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Ja, ich gratuliere erstmal der Wasserotter Mensch e.V. und auch der integrierten Station zu dieser Auszeichnung. Also ich habe jetzt hier die ganze Zeit aufmerksam zugehört und sehr viel gelernt und glaube, das ist wirklich bei Ihnen in besten Händen. Ich sehe, dass ja die Komplexität dieser ganzen Region über Wasser, im Wasser, unter Wasser und um das Wasser herum, welch komplexe Partnerschaften da notwendig sind, um da die entsprechenden Umweltbedingungen zu fördern. Also herzlichen Glückwunsch. Ich denke, das ist besonders verdient von Ihnen. Und ja, auch nochmal vielen Dank für die freundliche Einführung, Begrüßung, Ankündigung und für die schöne Möglichkeit, dass ich heute einmal die Wilo Foundation als noch neuer Förderer in diesem Rahmen einmal vorstellen kann. Ich dachte, es könnte in diesem Kreis auch mal von Interesse sein, zu erläutern, was uns bewogen hat, das Netzwerk Lebendige Seen zu unterstützen und was unsere Verbindung zum noch relativ neuen Botschafter des Deutschlandachter ist. Bei Netzwerken geht es ja neben der vertieften inhaltlichen Arbeit, die Sie alle leisten, auch darum, das Netzwerk sinnvoll zu erweitern und beispielsweise neue Reichweiten zu erreichen. Und ich denke, das ist in dieser Konstellation jetzt auch mit dem Deutschlandachter, deren Vertreter lernen Sie ja gleich noch kennen, ist das in dieser Konstellation ganz gut gelungen. Lassen Sie mich kurz zur Wilo Foundation beginnen, die in diesem Jahr rund 10 Jahre jung geworden ist. Die Stifterfamilie Opländer hat mit der Errichtung, also ihre Anteile am Unternehmen in die Stiftung übertragen, hat aber nicht nur das gestaltet, sondern auch damit ihr gesellschaftliches Engagement finanziell ganz wesentlich ausgeweitet. Das wurde auch so in der Stiftungssatzung verankert und gehört so damit für alle Zeit zum Selbstverständnis und auch zur nachhaltigen Ausrichtung der Stiftung. Wer den Namen Wilo nicht kennt, hat vielleicht kürzlich in der Presse lesen können, dass im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, der an die Wilo SE, an das Unternehmen verliehen wurde, und der Eröffnung des Wilo Parks, dessen Smart Factory jetzt gerade eröffnet wurde in Dortmund, dass dieser Pumpen- und Pumpensystemhersteller mit rund 8000 Mitarbeitern den Hauptsitz in Dortmund hat. Das ist so ein Phänomen im deutschen Mittelstand mit den sogenannten Hidden Champions, die sind ja
wie der Name schon sagt, oft gar nicht so geläufig. Deshalb sehe ich eben nach, der erstmal gucken musste, wer spricht da. Die Vilo Foundation kennen wir gar nicht. Wie bei der Stiftungsidee bei uns geht es auch beim Engagement alles ums Thema Zukunft. So stand inhaltlich bei uns von Anfang an das Thema Umwelt und die Ressource Wasser naheliegenderweise auf der Agenda, da wir uns damit besonders gut auskennen. Das Thema Wasser ist es auch, das uns seit vielen Jahren schon mit dem Global Nature Fund verbindet. Den haben wir schon bei internationalen Wasserprojekten in Lateinamerika, im Nahen Osten, Südostasien unterstützt. Und so, wie Sie hier sehen, seit 2020 sind wir ja auch bei dem Netzwerk Lebendige Seen Deutschland als Förderer dabei. Noch kurz etwas zu unserer hauptsächlichen Förderzielgruppe, bevor ich auf die sportliche Verbindung eingehe. An unserem Stiftungsmotto Empowering Young People ist schon leicht zu erkennen, dass die Förderung junger Menschen im Blick haben. Das tun wir aber nicht nur bei der Projektförderung entlang der Bildungskette, sondern auch für den künstlerischen Nachwuchs und in ganz besonderer Weise für den Ruderspitzensport. Die Förderung des Rudersports, genauer gesagt des in Dortmund trainierenden Teams Deutschlandachter, ist das Herzensprojekt von unserem Stifter Dr. Jochen Obländer, der ganz eng und in langer Familientradition mit der Familie Obländer verbunden ist, die schon seit über 3 Generationen selbst gerudert ist und schon seit über 100 Jahren auch den Ruderspitzensport in Dortmund beim Ruderclub Hansa Dortmund-Ems-Kanal fördert. Bei unserer Stiftungsarbeit ist es uns besonders wichtig, quasi ein selbstgewählter Challenge, dass wir unsere Förderprojekte möglichst untereinander sinnvoll verknüpfen, Teilhabe ermöglichen oder Impulse setzen. So auch im Falle des von uns geförderten Deutschlandachters. Wir ergreifen die Initiative und brachten das Team Deutschlandachter vor 2 Jahren mit dem Global Nature Fund zusammen, da wir uns gut vorstellen konnten, dass das von uns geförderte Netzwerk davon hinsichtlich der Öffentlichkeitswirksamkeit profitieren könnte. Und umgekehrt bringen die A-Kader-Athleten ja viele Stunden in ihrem Leben auf dem Wasser und haben einen ganz unmittelbaren Bezug zur Natur und dem Element Wasser und natürlich auch der Wasserqualität. Darüber hinaus sind die Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft als Sportpromis ja in gewisser Weise auch unbedingte Vorbilder für andere Sportler oder auch für jüngere Leistungssportler. Wir haben uns deshalb sehr gefreut, dass die Dortmunder Ruderer spontan so aufgeschlossen waren, Botschafter des Netzwerks zu sein und sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ganz aktiv und konkret einsetzen und nun auch werben. Damit möchte ich es an dieser Stelle erstmal belassen mit der kurzen Vorstellung und bin schon gespannt, wie es weitergeht, was Torben Johannesen aus Sicht der Ruderer sagt und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei dem nächsten Beitrag. Liebe Frau Hoch, vielen Dank, das war sehr erhellend. Ich denke, jetzt wissen alle schon ein bisschen mehr, was sich hinter Vilo verbirgt und warum Herr Johannesen da jetzt wartet, die Verbindung zum Deutschlandachter. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind. Was immer Sie jetzt sagen, eins würde mich trotz alledem noch abseits davon interessieren. Wie laufen die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele? So, Sie haben das Wort. Ja, hallo, guten Tag, danke. Ja, die Vorbereitungen sind jetzt im vollen Gange. Die Saison hat jetzt gerade richtig losgelegt. Wir hatten jetzt schon den ersten Wettkampf, der war leider nicht ganz so erfolgreich, wie wir es gewohnt sind. Aber wir sind auf einem guten Weg und bereiten uns jetzt gerade intensiv auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Und ja, sind richtig heiß, haben richtig Lust. Und vor allem nach diesem extrem harten Jahr mit Corona haben wir jetzt auch endlich wieder richtig Mut und richtig, ja, Teamgeist geschöpft, dass wir jetzt nochmal wirklich richtig loslegen können. Ja, auch von unserer Seite natürlich erstmal Glückwunsch an den Verein Otter Wassermensch für ja, dieses tolle Engagement, diese Leistung. Das kann man, glaube ich, nicht hoch genug anrechnen, was sie gemacht haben.
Und vor allem für uns als Team Deutschland-Achter war natürlich sofort klar, dieses Projekt und wir, das passt natürlich zusammen. Wasser, das ist unser Element, das ist unsere Basis, das ist ja ohne Wasser, ohne optimale Seen können wir Rudern in dieser natürlichen Form gar nicht ausüben. Wasserqualität und Umwelt sind uns natürlich enorm wichtig. Wenn man ja die Bilder von Herrn Esdorf gesehen hat, da geht mir ein Lächeln übers Gesicht, weil ich denke so, ja, das ist da, wo ich gerne rudern möchte, so stelle ich mir das vor. Und ja, da kommen so diese innerlichen Gefühle hoch. Vor allem dieses so morgens aufstehen, die Sonne geht auf, Wasser ist spiegelglatt, es ist vielleicht noch nicht ganz warm und ja, wir fangen an zu rudern. Es ist ganz leise, wir hören vielleicht noch gerade so die Stimme des Steuermanns und dann ja, dieses leise Rauschen übers Wasser, das ist wie Schweben, das ist für uns ja ein ganz besonderer Moment und deswegen haben wir auch, glaube ich, zu vielen Seen international und auch national eine besondere Verbindung. Wir haben auf vielen natürlichen Seen auch internationale Top-Erfolge gehabt. Wir sind mehrfache Europameister, Weltmeister, zum Beispiel auch in Luzern geworden, haben natürlich als Deutschlandachter auch eine lange Tradition in Ratzeburg, leider noch nicht auf den Seen, die heute ausgezeichnet worden sind. Aber was noch nicht ist, ja, nach diesen Bildern, da möchte man natürlich als Team da auch mal rudern. Das werden wir auf jeden Fall nochmal versuchen. Vielleicht kriegen wir da ja auch was hin. Ist für uns Ratzeburg natürlich immer noch sehr im Herzen. Wir haben da optimale Trainingsbedingungen auch schon gehabt. Tolle Wettkämpfe und natürlich auch ein super Ruderrevier. Jetzt sind wir natürlich in Dortmund angesiedelt und freuen uns, dass die Vilo Foundation uns da einfach mitgenommen hat, uns gezeigt hat, dass wir hier als Botschafter einfach optimal agieren können und versuchen natürlich alle Projekte und auch ja, alles zusammen ein bisschen in die Öffentlichkeit rauszutragen, einfach als Botschafter zu agieren und ja, freuen uns einfach, dass es sowas gibt, denn solche Momente, wenn wir übers Wasser rudern, sind natürlich auch nur möglich, wenn so etwas gefördert wird durch zum Beispiel die Vilo Foundation. Und da sind wir sehr glücklich drüber und freuen uns enorm. Und ja, ich als einer von den Neuen möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen auch für die Zukunft alles Gute. Ja, wir sagen natürlich auch ganz herzlichen Dank und drücken alle Daumen, dass das was wird in Tokio. Also nicht Dankeschön. Nur Spiele stattfinden, sondern dass Sie als Erster über die Ziellinie marschieren. Ich glaube, es ist immer ganz schön, eine Goldmedaille zu finden. Ich kenne einen Goldmedaillengewinner, das hört man ein Leben lang von, auf jeden Fall. Alles gut. Ich versuche es. Dankeschön. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ja, jetzt sind wir eigentlich mit der Liste durch und da wir noch den Zeitrahmen ein bisschen Luft haben, vielen Dank jetzt schon mal dafür, dass sich fast alle ziemlich intensiv an den Zeitrahmen gehalten haben. Wir haben noch ein bisschen Luft. Herr Schäfer hatte nämlich gebeten, sozusagen nochmal ein Schlusswort zu sprechen und das will ich ihm natürlich auch gerne zugestehen. Ja, vielen Dank, Herr Krauskopf. Schlusswort Dank. Ich mache das mal in umgekehrter Reihenfolge und vielleicht gelingt es mir ja, eine Klammer zwischen den Vorträgen zu bilden. Zuerst mal, Herr Johannesen, wir wünschen Ihnen auch alles Gute in Tokio. Gestatten Sie mir ein Zitat aus Asterix und der Averna-Schild, Miraculix. Was ist Varese? Ich weiß nicht, wo Varese liegt. Niemand weiß, wo Varese liegt. Der Blick geht jetzt nach vorne. Ich habe am Wochenende gelesen, Ihre Boote sind schon auf dem Weg. 5 Wochen vorher brauchen die so lange nach Japan, du meine Güte. Aber das wird sicher sehr spannend und wir werden es ganz bestimmt im Sommer verfolgen. Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, was mich jetzt nochmal, wir sind alle so im Fachlichen drin, mit Quaggermuscheln und weiß ich, letztlich geht es uns allen, die wir für Gewässer, Feuchtgebiete aktiv sind, auch ganz viel um Emotionen, um genau das. Ich bin Ornithologe und ich schwimme. Also früh morgens aufstehen oder abends dem Sonnenuntergang zugucken, das sind auch Dinge, wo mir das Herz aufgeht. Und dieses zu erhalten, letztlich ist das ein Antrieb für uns alle, egal ob wir jetzt den ganzen Tag im Büro verbringen müssen oder Kiesbetten verbessern dürfen. Ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Insofern vielen Dank für Ihre Worte. Vielen Dank auch der Vilo Foundation für die Förderung. Wir sind da wirklich sehr froh drüber.
eine Förderung für Netzwerke zu bekommen, ist nämlich nicht einfach. Öffentliche Hand fördert das überhaupt nicht. Wir fördern kein Gequatsche. So ganz sagen sie es natürlich nicht, aber das denken die Leute, dass wir nicht nur quatschen, sondern mit unserem Netzwerk Menschen zusammenbringen und wirklich wichtige Dinge gemeinsam voranbringen können. Auch das haben Sie heute gesehen. Insofern gut investiertes Geld und auch nochmal vielen Dank, dass wir bis 2024 die Sicherheit haben, dass wir das weitermachen dürfen. Also nicht von Jahr zu Jahr denken müssen, wie oft früher, sondern tatsächlich jetzt über 5 Jahre hinweg damit arbeiten können. Ich hatte im Winter übrigens auch einen Gruß von der Vilo, nicht Foundation, sondern Firma. Eine Heizungspumpe musste erneuert werden nach 15 Jahren. Die anderen tun es noch. Ob das jetzt günstig ist für den Absatz der Vilo-Pumpen, aber die gute Qualität, das weiß ich nicht, aber seit 15 Jahren die Solarpumpe läuft einwandfrei, hat noch nicht einmal geruckelt. Und was Sie gesagt haben, inhaltlich ist auch sehr wichtig, denn das ist genau das, was wir erreichen wollen. Menschen zusammenbringen und gemeinsam besser werden, ja, gemeinsam auch zurückblicken, so wie wir es heute tun, so ein bisschen auch mal feiern und dann überlegen, was kommt als nächstes. Das ist letztlich der Antrieb, der Blick nach vorne natürlich, um die Lebensgrundlagen, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Empowering Young People ist im internationalen Netzwerk, wird es ein großer Schwerpunkt werden in den nächsten Jahren. In Deutschland machen wir uns auch Sorgen um den Nachwuchs im Bereich Natur- und Umweltschutz. Es sind immer weniger Menschen oder junge Menschen, nicht bereit ist das falsche Wort, aber ja doch so ein bisschen, also muss schon viel aushalten, man braucht ein bisschen Leidensdruck, man macht gute Sachen, kriegt trotzdem eins auf den Deckel, das wissen die Kolleginnen und Kollegen in den Behörden, wissen das und die Umweltverbände streiten sich ja auch gerne mal untereinander, alles Menschen mit Leidenschaft, da muss man schon ein bisschen Leidensfähigkeit auch haben und wir sehen, dass immer weniger Menschen bereit sind, das zu machen, man muss auch viel, viel reinhängen von sich selbst und nicht immer wird das finanziell so vergütet, wie woanders, aber das wird sicher auch in Deutschland mehr und mehr ein Thema werden. Das Seenbeobachtungsprogramm ist angesprochen worden und Frau Grudzinski, mir ging es tatsächlich ganz genauso, als ich vor 2012, glaube ich, am Stechlin Edith Reck-Mich zum ersten Mal getroffen habe und das Seenbeobachtungsprogramm kennengelernt habe, habe ich gedacht, Mensch, wie toll ist das, dass man über Jahrzehnte Ehrenamtliche an sowas dranhalten kann und wenn ich jetzt höre, dass die Daten auch tatsächlich international ausgewertet werden. Wir haben natürlich immer mal wieder in den Netzwerktreffen Zwischenstände zu hören bekommen. Das war sehr, sehr spannend. Auch hier Klimawandel schon natürlich absehbar seit etlichen Jahren. Finde ich toll, je mehr man da mit modernen, auch statistischen Auswertungsmethoden drangeht, umso mehr wird man sicherlich daraus lernen können. Und es freut uns auch sehr zu hören, dass die Arbeit an den Seen natürlich weitergeht, aber da gab es auch keinen Zweifel dran. Was wir, weil auch Finanzierung ein Thema war, wir haben ja in Deutschland so eine eigenartige Dichotomie. Wir haben Eiszeiten im Norden gehabt und Eiszeiten im Süden gehabt. Zwischendrin war offenbar nur Tundra. Jedenfalls gibt es da höchstens ein paar Talsperren. Und die ganzen Bundesländer in der Mitte haben irgendwie mit Seen und Feuchtgebieten nichts zu tun. Das ist so ein bisschen die Situation, vor der wir stehen. Aber immerhin, wir haben jetzt ein bisschen Geld bekommen für eine Studie, die wir für das Bundesamt für Naturschutz machen dürfen und haben im Zuge der Verhandlungen dafür gehört, dass man sich in zwei Jahren auch den Seen und Feuchtgebieten wieder zuwenden möchte und nicht nur Moorschutz und Auenwälder mehr machen. Das macht uns also hoffnungsfroh, dass wir da auch mit verschiedenen Sachen, die uns sehr am Herzen liegen, vorankommen. Ja, Dank auch an das Orga-Team natürlich von Wasser Outer Mensch und meine Kollegin vom Global Nature Fund. Das hat prima geklappt. Ist ja nicht so einfach, so viele Menschen zusammenzubringen und dann läuft es einwandfrei. Vielleicht nochmal auch dem virtuellen Format geschuldet. Normalerweise hätten wir jetzt in Plön oder sonst wo unsere Ausstellung präsentiert, Ausstellung Lebendige Seen Deutschland. Für jeden lebendigen See kommt eine Tafel dazu. Wir haben sie aber virtuell vorbereitet und sie steht im Internet als Prezi-Präsentation. Die Bettina Schmidt hat gesagt, sie würde jetzt den Link für Sie alle, wenn Sie Zeit sich nehmen können, dafür nochmal ins Internet stellen.
Ausstellung Lebendige Seen Deutschland. Letztlich ist es so fast noch schöner, denn dann kann man hingehen oder sich anschauen, was man, wann man möchte. Vielen Dank auch Herrn Achim Krauskopf für die Moderation des heutigen Nachmittages. Leider kann ich ja den Ostholsteiner Anzeiger quasi hier am Bodensee nicht lesen. Wir haben den Südkurier, aber mal sehen. Also den Artikel kriege ich auf jeden Fall zugeschickt und das wird mich sehr freuen. Wir sammeln das alles. Insofern, ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit und den Nachmittag hier genommen haben und um uns durch das Programm zu begleiten. Ja, wir gehen in die UN-Dekade zur Wiederherstellung von Lebensräumen. Unsere Aufgabe für die nächsten 10 Jahre, für alle diejenigen, die an Gewässern, an Wasser aktiv sind. Insofern denke ich, wir werden in den nächsten 10 Jahren noch einiges miteinander zu tun haben, worauf ich mich sehr freue. Und ja, ich möchte mich bei Ihnen allen natürlich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute Nachmittag dabei waren, 2 Stunden nicht gerudert sind mal, kein Trainingspause. Ich werde heute Abend mich an Bodensee setzen, werde an Carsten Burggraf und seine schöne Bank mit dem Blick auf den Plöner See denken, an dem wir heute Abend nicht leider alle sitzen können, und werde mir vorstellen, dass der Ruderachter von vor 10 Jahren mit Christoph Wilke, den kennt ja in Radolfzell jeder, vielleicht an uns vorbeirudert und an den Plöner See denken und hoffen, dass wir vielleicht im Herbst mal bei Ihnen aufschlagen dürfen. Vielen, vielen Dank. Ich darf den Dank auch zurückgeben und darf mich bei allen bedanken, die mir meinen Job heute Nachmittag wirklich leicht gemacht haben, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Glaube ich, wir sind ganz gut durchgekommen durch das Programm und die Journalisten haben ja von nichts eine Ahnung, aber schreiben über alles. Und ich fand es heute wieder sehr erhellend, sehr viel Neues kennengelernt zu haben. Sag nochmal herzlichen Dank an alle, bleiben Sie gesund und munter und vielleicht wird es so eine Form von Veranstaltung ja tatsächlich mal ein Zusammentreffen geben mit der Kulisse eines unserer schönen Seen im Hintergrund. Und ich freue mich, wenn es soweit kommen sollte und ich dann dazu auch noch eingeladen werde. Bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank nochmal. Und ich sage jetzt schon Tschüss. Danke.